Notiere dir deine Punkte und überprüfe nach dem Test dein Ergebnis. 1. Spielst du anderen Leuten gerne Streiche? A. Ja, aber nur engen Freunden und Freundinnen, die wissen, dass ich es nicht so meine. B. Ständig und allen. C. Niemals, ich habe Angst, jemanden zu verletzen. D. Nur wenn mir jemand einen Streich spielt. Fällt deine Wahl auf A, bekommst du 20 Punkte. Hast du dich für B entschieden, gibt es 40 Punkte. C verschafft dir 10 und D ist 30 Punkte wert. 2. Welches der folgenden Tiere ist dir am ähnlichsten? A. Panther. Ich bin ebenfalls schick, schnell und kann auf mich aufpassen. B. Süßer Welpe. Ohne meine Familie würde ich keinen Tag überleben. C. Känguru. Ich bin einmalig und man kommt nicht leicht an mich ran. D. Chamäleon. Ich passe mich an jede Umgebung an. Für Panther gibt es 20 Punkte. Welpen können sich über 10 Punkte auf ihrem Konto freuen, Kängurus erhüpfen sich 30 Punkte und Chamäleons bekommen 40 Punkte. 3. Was würdest du als erstes tun, wenn du Superkräfte bekommen würdest? A. Die Welt retten. B. Die Welt bereisen. Superkräfte heißt auch fliegen können, oder? C. Mein Lieblingsstar treffen. D. Meine Kräfte nutzen, um so viel Geld zu machen, wie ich immer wollte. Option A bringt dir 30 Punkte, B ist 20 wert, C 10 und mit D verdienst du dir 40 Punkte. 4. Du hast Geburtstag und deine Freunde überraschen dich mit deinem Traumauto. Wie lange wirst du damit glücklich sein? A. Eine Woche vielleicht, bis die Freude vergeht. B. Für immer, das ist das Geschenk meines Lebens. C. Kein großes Ding, es braucht schon mehr, um mich glücklich zu machen. D. Das kann ich nicht annehmen, das ist zu viel und das wissen Sie. Hast du dich für A entschieden, bekommst du 20 Punkte. Für B sind es 10, C bringt dir 40 Punkte und D 30. 5. Welches Wetter hast du am liebsten? A. Strandwetter, Sonne, wolkenloser Himmel, warm. B. Ich liebe Schnee. An einem verschneiten Tag draußen zu toben oder zu Hause zu entspannen, macht mich echt glücklich. C. Regenwetter. Das Geräusch beruhigt mich einfach. D. Extremwetter. Gewitter, Wirbelstürme, Sandstürme. Die machen das Leben aufregender. Wenn du es sonnig magst, gibt es 20 Punkte. Schneefans holen sich 10 Punkte, Regenfans 40 und wer es extrem liebt, bekommt 30 Punkte. 6. In was für einem Film würdest du am liebsten mitspielen? A. Ein Drama. Das kann ich spielen, schließlich lebe ich es. B. Eine Komödie. Mein Sinn für Humor und meine Ironie sind da perfekt. C. Ein Superheldenfilm. Ich weiß auch schon, wie mein Kostüm aussehen soll. D. Ich will in einem Detektivfilm mitspielen und rätselhafte Fälle aufklären. Option A verschafft dir 20 Punkte. B ist 10 Punkte wert, mit C holst du dir 30 Punkte und D ist 40 Punkte wert. 7. Wie fühlst du dich vor einem wichtigen Ereignis? A. Nervös und ängstlich. Ich will niemanden enttäuschen. B. Aufgeregt. Ich liebe es, mich zu beweisen. C. Ruhig und konzentriert. Das verhilft mir jedes Mal zum Sieg. D. Nutzlos. Ich habe immer das Gefühl, andere machen so viel mehr. Wenn A deine Option ist, bekommst du 10 Punkte. Falls dir B lieber ist, freust du dich über 30 Punkte. C bringt dir 40 und D 20 Punkte. 8. Welche Aktivität würdest du gern für immer aus deinem Alltag streichen? A. Haare waschen, trocknen und bürsten.
Was für eine Zeitverschwendung. B. Meine Kleidung aussuchen. Das kann ein Roboter für mich übernehmen. C. Kochen. Definitiv nicht meins. D. Putzen. Das wird alles so schnell wieder dreckig. Falls Option A am ehesten nach dir klingt, notiere dir 10 Punkte. Ist B deine Wahl, holst du dir 30 Punkte. Hast du dich für C entschieden, macht das 40 Punkte. Und zu guter Letzt bringt D dir 20 Punkte. 9. Auf welchen deiner Sinne verlässt du dich am meisten? A. Geruch. Ich könnte locker Parfums erstellen. B. Gehör. Ich kann jemanden auf der anderen Straßenseite flüstern hören. C. Sehen. Man sagt mir immer, ich hätte sogar hinten Augen. D. Geschmack. Das hat mich noch nie enttäuscht. Wenn du eine gute Nase hast, holst du dir 40 Punkte. Sind deine Ohren besser, gibt es 10 Punkte. Adleraugen verschaffen dir 20 Punkte Belohnung. Und mit deinem Geschmackssinn verschaffst du dir 30 Punkte. 10. Du planst dein erstes Date mit einer Person, die du sehr magst. Was macht ihr? A. Ich miete ein Kino oder ein Planetarium ganz für uns. B. Ich koche etwas Aufwendiges und lerne ein Instrument zu spielen. C. Wir machen zusammen ein Escape Game, damit wir beide zeigen können, wie clever und mutig wir sind. D. Hä, ich plane keine Dates. Der oder die andere sollte versuchen, mich zu beeindrucken. Option A bringt dir 10 Punkte, für B gibt es 30 Punkte, C ist 20 Punkte wert und mit Option D holst du dir 40 Punkte aufs Konto. 11. Was machst du, wenn du wütend bist? A. Alles und jeden ignorieren. Ich brauche etwas Zeit zum Runterkommen. B. Mein Lieblingsbuch lesen oder Musik hören. C. Mir die Augen ausheulen. Das hilft, mein System neu zu starten. D. Darüber nachdenken. Ich will verstehen, was mich so wütend gemacht hat und wie ich es vermeiden kann. Option A fügt deinem Punktestand 40 hinzu. Option B verschafft dir 30 Punkte. C ist 10 Punkte wert und D 20. 12. Ein Freund oder eine Freundin feiert Einweihung. Was bringst du mit? A. Was zum Essen oder irgendwas Praktisches macht sich am besten. B. Ich schreibe ein Gedicht oder bastle eine witzige gerahmte Collage. Was Denkwürdiges. C. Ich frage, was er oder sie für die neue Wohnung braucht. D. Nichts. Meine Anwesenheit ist das beste Geschenk. Hast du dich für A entschieden, bekommst du 10 Punkte. B verschafft dir 30 Punkte, C ist 20 Punkte wert und Option D 40. 13. Um welche Zeit gehst du für gewöhnlich ins Bett? A. Um 22, spätestens um 23 Uhr. Ich lebe gesund. B. So um 2 Uhr morgens rum. Und dann schlafe ich bis 14 Uhr. C. Schlafen? Was ist das? Sowas kenne ich nicht. D. 20 Uhr. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Gesunder Schlaf bringt dir 40 Punkte. Nachteulen holen sich 30 Punkte. Wer niemals schläft, gewinnt hier 20 Punkte und wer früh ins Bett geht, 10. 14. Welches der folgenden Dinge klingt für dich wie das absolut Furchtbarste? A. Für den Rest meines Lebens niemals meine Heimatstadt verlassen. B. Sämtliche Arbeit machen, während andere befördert werden. C. Eine andere Person meine Frisur aussuchen lassen. D. Nie einen Terminplan haben. Ohne guten Plan kann ich nicht leben. Option A spült 30 Punkte auf dein Konto. Mit B kriegst du 40 Punkte, C ist 20 Punkte wert und D diesmal 10. 15. Welche Farbkombination könntest du für immer tragen? A. Schwarz und Weiß. Ich mag es stilvoll. B.
Grau und Pink, offiziell und doch verspielt. C. Orange, Violett und Smaragdgrün mit einem Hauch Blau. Ich ziehe mich gern farbenfroh an. D. Streifen, Punkte, Paisley. Nicht Farben sind entscheidend, sondern Muster. Falls du dich für A entschieden hast, holst du dir 40 Punkte aufs Konto. B bringt dir 10 Punkte, mit C bekommst du 30 und D ist 20 Punkte wert. Zeit, deine Punkte zusammenzuzählen. Falls du insgesamt zwischen 150 und 230 Punkte gesammelt hast, ist deine verborgene Superkraft Unsichtbarkeit. Du schaffst es, von jeder Veranstaltung, die du nicht magst, elegant zu verschwinden. Wenn du bei einer Vorlesung oder einem Geschäftsmeeting nicht bemerkt werden willst, passiert das auch nicht. Hast du zwischen 240 und 330 Punkten gesammelt? Glückwunsch, du kannst fliegen. Du erledigst die Dinge schneller als andere. Manchmal fragt dich jemand, wie du gleichzeitig hier und dort sein kannst. Was ist dein Geheimnis? Du fliegst regelrecht von Ort zu Ort und bist nie zu spät. Du bist immer der bzw. die Erste bei einem neuen Trend oder an einer neuen Location. Falls du zwischen 340 und 420 Punkte auf dem Konto hast, bist du ein Superhirn. Du bist einer der schlauesten Menschen in deiner Umgebung und findest in Sekunden die Lösung für jedes Problem. Ist das Leben zu einfach, langweilt dein Gehirn sich. Du hast einen hervorragenden Sinn für Humor und Ironie. Du planst gern Dinge und dein Plan geht immer auf. Mit einem Punktestand zwischen 430 und 510 besitzt du die Superkraft, Gedanken zu lesen. Du hast viele Freunde und Freundinnen und schließt leicht neue Freundschaften. Du spürst immer, wenn etwas mit jemandem nicht stimmt und weißt genau, was zu tun ist. Außerdem kannst du andere Leute die Meinung ändern lassen, wenn es dir hilft. Ist dein finaler Punktestand 510 oder mehr, bist du ein Geldmagnet. Es geht dir einfach nie aus. In der Sekunde, in der du bemerkst, dass du etwas Bares brauchen könntest, ergibt sich etwas, mit dem du es bekommst. Du weißt, wie man spart und Geld ausgibt.